Heißt, wir hätten 30 Millionen Kinder direkt aus der Armut holen können. Ja, vielen Dank, Hohes Haus, dass ich hier reden darf zu diesem wichtigen Thema. Jedes vierte Kind in Europa ist arm. Und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Jedes vierte Kind. Und deswegen sage ich Ihnen, natürlich brauchen wir das Budget, überhaupt keine Frage. Das ist noch viel zu wenig. So, und jetzt kommt natürlich zum Tragen, dass wir hier oftmals eine Doppelzüngigkeit erleben in diesem Hohen Hause. Ich erinnere daran, dass ich einen Bericht geschrieben habe, wo ich das Kinderkostengeld festgeschrieben habe und über 300 Abgeordnete haben sich enthalten. Das heißt, wir hätten 30 Millionen Kinder direkt aus der Armut holen können, aber nein, 300 Abgeordnete darüber haben sich enthalten. Und darüber müssen Sie sich verantworten. Ich bin Bundesvorsitzender der Familienpartei Deutschlands und ich weiß, wovon ich rede. Wir müssen alle unsere Maßnahmen überdenken. Wir sind es den nachkommenden Generationen schuldig. Wie wollen wir denn überleben, wenn wir die nachfolgende Generation den Lebensinhalt entziehen? Wenn wir sie in Armut aufwachsen lassen, wenn wir die Kriminalitätsrate Vorschub leisten lassen dadurch, wenn wir hier keinen vernünftigen Ausgleich hinbekommen. Und hier sind wir ganz speziell gefordert. Und ich habe es ehrlich satt, nur darüber zu debattieren und zu reden. Und am Ende des Tages war wieder nichts gewesen. Deswegen fordere ich Sie auf, lassen Sie uns endlich handeln. Und das Budget, das ist sehr, sehr gering gefasst. Allerdings lassen Sie uns endlich handeln, indem wir alle Maßnahmen auf Kindgerechtigkeit überprüfen und hier wirklich, wirklich die Kinderarmut bekämpfen. Vielen Dank.